Schönen guten Morgen, liebe Community. Alle schon gut drauf, alle schon aufgeregt. Morgen ist Heiligabend. Yeah! Ja, gibt's Geschenke. Vielleicht kriegt ihr ja auch ein paar Geschenke zum Thema Rasenpflege. Ich weiß es nicht. Ihr wisst ja, dass ich sehr gerne an Dingen rieche. Und gerade Weihnachten, auf den Weihnachtsmärkten gibt es ja ganz viele faszinierende Gerüche. Ob das jetzt hier der Kinderpunsch oder Glühwein oder die Feuerzangenbowle ist, ob es die gebrannten Mandeln sind, ob es das Schmalzkuchengebäck ist oder was auch immer. Es ist herrlich, über den Weihnachtsmarkt zu gehen. Wir haben hier in Braunschweig einen fantastischen Weihnachtsmarkt und da sind wir ja eigentlich nicht oft genug. Und ihr ahnt schon, worauf es hinausläuft. Es ist ja auch ein Stück weit der Running Gag vom oder beim Rasenfreak. Ich rieche immer so gerne an geschnittenem Gras. Oh, ein Traum. Oh. Und ich habe mich gerade letztens gefragt, ja, sag mal, spinnst du oder ist da wirklich was dran? Und dann habe ich ein bisschen geforscht im Internet und ich habe tatsächlich einen ganz aktuellen Artikel gefunden, den ich nicht kannte, aus dem März 2023 vom Focus Online Magazin. Und was ich da gelesen habe, hat mich doch etwas überrascht. Ich zitiere jetzt hier, und ich hoffe, das ist auch okay für Focus. Ich zitiere jetzt hier aus diesem Artikel, nicht alles, aber so ein paar Sätze, die ich doch sehr, sehr erstaunlich finde. Das hängt damit an, dass wenn der Frühling sprießt, natürlich auch die Rasenmäher anfangen, ihr Unwesen zu treiben. Und man hört nicht nur tagsüber die Motorengeräusche. Andererseits wird die Luft auch von einem wunderbaren Duft des frisch gemähten Rasens erfüllt. Manchmal riecht man diesen unverwechselbaren Rasenduft schon, wenn man auf das Gras tritt. Vor allem bei hohem Gras, das schon länger steht, werden viele Duftstoffe abgegeben. Der Duft nach frisch gemähtem Gras ist für viele Menschen der schönste Geruch im Frühling, wie eine Studie herausfand. Dass der Rasen nach oder auch schon während des Mähens so gut riecht, liegt an ätherischen Ölen, die das Gras absondert. Der Blattduftstoff oder die Blattduftstoffe bestehen aus mehreren flüchtigen organischen Verbindungen, die freigesetzt werden und für diesen unverwechselbaren Geruch sorgen. Genannt wird der ölige Stoff Cis-3-Hexenol und wird dann freigesetzt, und jetzt kommt's, wenn das Gras angegriffen wird. Tja, Rasenmähen ist natürlich auch ein Angriff auf das Gras. Das Gras sondert diesen Duftstoff ab, um sich zu schützen und zu kommunizieren. Es enthält Substanzen, die für manche Insekten und Schädlinge unangenehm sind. Somit soll verhindert werden, dass natürliche Fressfeinde weiter das Gras beschädigen. Das funktioniert bei Insekten natürlich sehr gut, im Falle des Rasenmähers natürlich nicht. Zudem erhöht auch die Ausschüttung dieses Grasöls die Stoffwechselaktivität. Dadurch kann das Gras dann wieder schneller wachsen, wenn Sonne und Wasser und natürlich auch Nährstoffe zur Verfügung stehen. Und jetzt kommt es. Der Duft von frisch gemähtem Gras kann sich positiv auf unsere Stimmung auswirken. Einige Studien haben gezeigt, dass dieser Geruch das Glücksempfinden erhöht und den Stress reduziert. Ist das nicht cool? Und dann gibt es noch eine weitere Studie von 2015, die sich mit der Wirkung von Düften in der Natur befasst und die Auswirkung auf das Wohlbefinden. Dabei stellten die Forscher fest, dass der Duft von frisch gemähtem Gras zu den am häufigsten genannten positiven Gerüchen gehört und eine beruhigende Wirkung hatte. In diesem Sinne, ich wünsche euch frohe Weihnachten und viele schöne Geschenke, viel Freude mit euren Liebsten und euren Familien. Wir sehen uns bald wieder. Macht's gut. Tschüss. Oh, ein Traum. Oh. Irre.